Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und heute habe ich ein spannendes Thema, wie ich finde, das gerade die Medienwelt bewegt und auch immer mehr in den Volksmund gerät, und zwar das Thema Bitcoin gegen Gold, ja? Wir haben heute hier was Besonderes, das schauen wir uns einfach mal gemeinsam miteinander an und werfen wir doch mal einen Blick miteinander drauf. Ja, meine Damen und Herren, was sehen wir hier? Das ist keine Münze, die ich Ihnen vorstelle, damit Sie die bei uns bestellen können. Wir haben diese Münze nicht im Onlineshop. Das ist auch keine Münze in dem Sinne, sondern es ist eine Medaille, die einen Bitcoin aufgeprägt hat. Zum einen sieht man das Bitcoin-Logo. Man sieht, dass die Münze im Jahr 2013 entstanden ist. Das können Sie hier außen sehen. Und jetzt muss man natürlich erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt ein Bitcoin und was steckt hinter diesem Stück? Ich drehe das erstmal um, damit Sie mir folgen können. So, wir sehen hier in diesem Hologramm Casius. Das ist ein englischer oder ein amerikanischer Name von einem der berühmt-berüchtigsten Publisher von diesen sogenannten Coins, die wirklich geprägt sind, ist. Und zwar hat er im Jahr 2013 500 von diesen Medaillen oder Münzen, wie auch immer man es nennen will, aufgelegt. Und hier auf der Rückseite ist ein Bitcoin. Und zwar, wenn man dieses Stück hier abzieht, das ist quasi draufgeklebt, ist eine Folie, ja, hat man unten drunter den Code oder den Schlüssel für diesen entsprechenden Bitcoin. Das heißt, hier hinter steckt ein Bitcoin, ein echter Bitcoin. Und was ein Bitcoin ist, das möchte ich Ihnen jetzt einfach erklären. Denn es ist so, ein Bitcoin an sich ist eine Währung, mit der Sie bezahlen können. Und zwar nicht wie bei einer Bank. Sie müssen überweisen und warten dann einen Tag. Sondern Sie können wie bei einer E-Mail innerhalb von einer Minute, indem Sie selbst die Transaktionsgebühr bestimmen. Und zwar je höher die Transaktionsgebühr ist, desto schneller geht es, diese Währung von A nach B überweisen. Das Schöne ist, ähnlich wie bei Gold, das ist die Gemeinsamkeit zwischen Bitcoin und Gold oder Edelmetallen, ist es ein begrenztes Gut, denn es gibt nur ca. 21 Millionen von diesen Bitcoins. Dadurch, dass die mediale Nachfrage aufgrund dessen, dass es eine Währung ist, die anonym gehandelt wird, das heißt, wenn ich Ihnen Geld überweisen würde oder Sie mir, dann kann niemand direkt nachvollziehen, dass wir zwei eine Transaktion ausgeführt haben. Das sind alle Schlüssel und Verschlüsselungen, hinter denen das steht. Die sogenannte Blockchain, also die Blockkette, die verschlüsselt das Ganze, sodass es wirklich anonym ist und Sie eben die Möglichkeit haben, auf der ganzen Welt mit dieser einheitlichen Währung zu bezahlen. Natürlich ist nicht jeder dafür offen, nicht jedes Café offen, dass Sie dort mit Bitcoins Ihren Kaffee bezahlen. Aber es ist auch so, dass diese Bekanntheit eben dazu führt, dass diese Bitcoins immer ein größeres Thema werden. So. Und damit sich das Ganze jetzt nicht so anhört, als wäre ich der absolute Befürworter für Kryptowährungen, möchte ich Ihnen einfach mal die Nachteile und die Vorteile zeigen. Denn es ist so, die Nachteile sind ganz klar. Der Gesetzgeber hat Einflussmöglichkeiten, dass Sie dieses Gut nicht in physischer Form besitzen. Sie sagen ja, jetzt sehen Sie hier eine Münze, aber das, was Sie hier sehen, gibt es nur 500 Mal weltweit. Normalerweise ist das, was Sie hier sehen, in digitaler Form vorhanden. Das bedeutet für Sie, dieser Coin ist letzten Endes nur eine Symbolik dafür, was eigentlich dahinter steht. Das Spannende hinter diesem sogenannten Casius Bitcoin ist, dass es dafür nur 500 Stück gibt und er wurde dann verboten und wurde dann auch fast ins Gefängnis gebracht dafür, dass er diese Bitcoins veröffentlicht hat. Die wurden uns freundlicherweise von einem Kunden zur Darstellung zur Verfügung gestellt, dessen Namen wir hier auch nicht nennen möchten. Und dieser Bitcoin, der kostet, wenn Sie mal bei eBay schauen, ebay.com, zwischen 2500 und 3000 Dollar. Mittlerweile gibt es kaum noch welche mehr, deswegen behaupte ich, dass der Wert hier schon deutlich drüber ist. Wie hoch ist denn der tatsächliche Wert von dem Bitcoin aktuell, wenn ich hier von 2500 bis 3000 Dollar spreche? Der Wert von dem Bitcoin liegt Mitte Mai bei 1750 Euro circa. Bitcoins sind sehr volatil. Da sind wir schon bei dem ersten Nachteil im Vergleich zu Gold. Denn es ist so, mit Bitcoins haben Sie zwar verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen, Sie haben aber auch gleichzeitig die Problematik, dass Sie es nicht greifbar in Ihrer Nähe haben. Es gibt viele Risiken wie Hackerangriffe, Cyberrisiken, es gibt die Risiken, dass die Bitcoins zu stark gefragt sind und dann die Infrastruktur dem Ganzen nicht standhält. Das heißt, wenn man eine Transaktion ausführen will, dass es nicht schnell genug geht, weil diese Kette ausgelastet ist. Bitcoins sind ein dezentralisiertes System, das heißt, es sind auf Tausenden oder Hunderttausenden von Rechnern weltweit verteilt, sodass dieses System zumindest dahingehend nicht angreifbar ist. Es gibt mittlerweile immer mehr Kryptowährungen, die dem Ganzen folgen.
sodass man ganz klar sagen muss, beispielsweise der Ethereum oder es gibt verschiedene andere Währungen wie Ripple, die dem Ganzen folgen, die versuchen, dem Bitcoin auf der Schliche zu bleiben, aber der Coin mit der aktuell höchsten Marktkapitalisierung ist eben noch der Bitcoin. Also wenn Sie jetzt Bitcoins lesen und sagen, Mensch, da muss ich mal investieren, dann sollte man sich auf jeden Fall mit der Materie vorher beschäftigen, denn es ist eine hochkomplexe Technologie, die dahinter steht. Das ist auch der Grund, warum es noch nicht in vielen, ich sage jetzt mal, Offline-Laden-Konzepten eingesetzt wird und warum auch er die Szene aus Programmierern und Hack-Freaks in diese Kryptowährungen investiert. Jetzt beginnt es gerade, dass die breite Masse aufmerksam wird und dass viele, ich sage jetzt mal aus Unwissen, einfach investieren und das treibt auch die Preise. Natürlich haben die Bitcoins die Möglichkeit, langfristig Währungen zu ersetzen. Der Bitcoin ist etwa 2009 entstanden, 2008, 2009 nach der letzten Bankenkrise und bietet eine tolle Möglichkeit, dadurch, dass er begrenzt ist, dass er nicht unbegrenzt geschöpft wird, für Anleger ein Zahlungsmittel zu finden, womit sie sich, ich sage jetzt mal, nicht in diese Blasensituation begeben, in der wir uns gerade mit dem Euro oder mit dem Dollar befinden. Wenn wir das Ganze aber mit Gold vergleichen und jetzt vielleicht mal im Vergleich einen Ein-Unzen Krügerrand ansehen, und da haben wir schon unseren Liebling, unseren weltbekannten Krügerrand, dann ist natürlich hierhinter der Wert dadurch begrenzt, dass das physisch vorhandene Gold weltweit nur eine Kantenlänge oder einen Würfel mit einer Kantenlänge von 20 Metern hat, der, das habe ich schon öfter erklärt, unter den Eiffelturm passen würde. Das bedeutet für Sie im Umkehrschluss, hier haben Sie wirklich was physisch nachhaltig Anfassbares, das Sie im Notfall in die Tasche stecken können und das Land verlassen können und überall auf der Welt bezahlen können, weil Sie natürlich damit eine Währung haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch nie alle Währungen weltweit den Bach runtergehen werden. Also wenn Sie in Deutschland beispielsweise das Problem hätten, dass der Euro nicht mehr existiert, dann finden Sie in Asien oder irgendwo die Möglichkeit, das auch wieder zu Geld zu machen. Sie erhalten Ihren Wert. Hier haben Sie 0% Mehrwertsteuer. Es ist so, dass hier, wenn Sie das Ganze verkaufen nach einem Jahr, die Abgeltungssteuer entfällt. Bei Bitcoins und Kryptowährungen ist es leider so, dass bis heute, ich sage jetzt mal, viele Gerüchte kursieren. Das, was man immer so im Internet liest, bedeutet, dass man hier zwar nach einem Jahr auch die Abgeltungssteuer nicht mehr bezahlen müsste, aber es gibt noch Unklarheiten, wie das ist, wenn man seine aktuellen Bitcoins in andere Kryptowährungen wechselt, ob diese Wechsel auch versteuert werden müssen oder nicht. Also hier sind noch viele Fragezeichen. Es steckt natürlich auch viel Potenzial dahinter. Ich sage hier, derjenige, der sich in Bitcoins investiert, sollte auf jeden Fall bereit sein, auch wieder alles zu verlieren. Und dieses Risiko haben wir bei den Edelmetallen eben nicht. Und deswegen spreche ich ganz klar für Edelmetalle, auch wenn das Wertsteigerungspotenzial vielleicht nicht gegeben ist, aber die Edelmetalle sind eher die Absicherung, die Sie sehen sollten, der sichere Hafen und der Krisenschutz des Vermögens, das Sie auf keinen Fall verlieren wollen. Und in dem Fall hier der Krügerrand, unser Daumen hoch. Ich freue mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie vielleicht ein paar Neuigkeiten zu dem Thema Kryptowährungen und auch Edelmetalle bekommen haben. Wir sind selbst keine Kryptogegner, im Gegenteil. Wir unterstützen diesen Trend, denn der schafft auch eine Anonymisierung des Bargeldes, aber ist eben nur ein kleiner Teil eines jeden Portfolios. Ich hoffe, das Video hat Sie ein bisschen weitergebracht. Sie sind natürlich bestärkt, weiter in Edelmetalle zu investieren, denn wir sehen es als absolut sicheren Hafen. Vor allem kann man diesen Hafen auch berühren, indem man seine Edelmetalle in die Hand nimmt und man hat was Physisches. In dem Sinne, lassen Sie uns gerne einen Daumen hoch hier. Schreiben Sie hier unten auch in die Kommentarfelder Ihre Meinungen, Ihre Erfahrungen, Ihr Know-how. Wir haben sehr viele Kunden, die bestimmt Schnittmengen mit dem Thema Bitcoins oder Kryptowährungen haben, die auch schon oftmals wirklich interessante Informationen abgegeben haben. Und in dem Sinne würde ich mich auch freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann können wir gerne mehr davon preisgeben. Ja, unsere Telefonnummer für Produktfragen oder wenn Sie was bei uns bestellen möchten, finden Sie hier eingeblendet. Dort erreichen Sie mich, Dominik Kettner, oder auch meinen Vater Jürgen Kettner. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Video.